Münster ist mit über 500.000 Fahrrädern auf 310.000 Einwohnern in ganz Deutschland als Fahrradstadt bekannt und ist mit seinen Fußgängerzonen, Salzstraße und Prinzipalmarkt ein beliebtes Ziel von Touristen aus ganz Westfalen. Damit dies so bleibt, wurde der Begriff autofreie Innenstadt im Zuge der Kommunalwahl 2020 mehr und mehr in den Fokus gerückt. Doch was genau hat es damit auf sich? Wir haben die Münsteraner gefragt, wie sie sich eine autofreie Altstadt vorstellen würden. Gestärkter öffentlicher Personennahverkehr, viel Platz für Fahrräder. Eine Innenstadt ohne Autos und ohne Parkplätze für Autos. Dass man irgendwo eine Grenze setzt, vielleicht so im Umkreis von 5 Kilometern, wo man dann vielleicht ein Park-and-Ride-System hat, um weiter in die Stadt zu kommen und das Auto einfach stehen lässt. Dass innerhalb der Promenade kein Auto mehr fährt. Das ist so das, was ich so gehört habe, und das finde ich auch ganz gut. Mehr Möglichkeiten für Fußgänger und Fahrradfahrer, mehr Freiheiten für die, ja, weniger Parkplätze direkt innen drin, sondern mehr außerhalb. Auch Franz Pohlmann empfindet diese Punkte als relevant. Er sitzt für die ÖDP im Stadtrat und wünscht sich eine Veränderung in der Münsteraner Verkehrsstruktur. Man muss ja dafür sorgen, dass die Anwohner in ihre Wohnungen kommen, und man muss dafür sorgen, dass Behinderte weiterhin in die Stadt kommen, der Rettungsdienst und. Eine autofreie Innenstadt wird es ja nicht geben, autoarme Innenstadt trifft es eher. Münster hat seit Jahren mit einem steigenden Autoverkehr zu kämpfen. Während Autofahrten pro Einwohner zwar in den vergangenen Jahren abgenommen haben, wurde die Verkehrsbelastung durch das starke Wachstum Münsters auf der einen und eine Zunahme von Pendlerfahrten auf der anderen Seite dennoch größer. Das Ergebnis sind knapp 550.000 Fahrten pro Tag. Die Auswirkungen dessen müssen die Anwohner, Radfahrer und Fußgänger tragen. Ich bin jetzt mit dem Fahrrad von Beckum gekommen. Und das würde deutlich leichter fallen, wenn weniger Autoverkehr wäre. Ich wohne da vorne um die Ecke. Ich muss einen Bewohnerausweis kaufen und ärgere mich immer maßlos, dass unheimlich viele Leute kommen und ihre Autos einfach abstellen. Und dann komme ich nach Hause mit dem Auto und finde keinen Parkplatz. Ich muss bezahlen, und viele meiden also auch nur in die Parkhäuser zu fahren und suchen sich hier irgendwas. Man merkt es hier und auch in der Bremer Straße, ist einfach gefährlich, auf den Fahrradwegen zu fahren. Da fahre ich lieber auf der Straße. Ich wohne gute, ja, so 7 bis 8 Kilometer aus dem Innenstadtkern heraus, sodass ich dann auf jeden Fall umswitchen müsste. Was kritisiere ich am meisten? Dass dem Auto einfach viel zu viel Raum eingeräumt wird. Jedes Auto, selbst wenn es steht, braucht 10 Quadratmeter öffentlichen Raum. Und wenn man überlegt, was der Raum in der Stadt wert ist und dass die Autofahrer einfach davon ausgehen, dass sie ihr Auto im öffentlichen Raum kostenlos überall abstellen können und auch stehen lassen können, das ist eigentlich ein unhaltbarer Zustand, mit welcher Selbstverständlichkeit das passiert. Neben der Verkehrsproblematik, die für die Bürger gelöst würde, könnten sich aus dem Konzept der autofreien Innenstadt aus Sicht der Münsteraner auch weitere Chancen und Vorteile ergeben. Also ich glaube, dass die Innenstädte tatsächlich attraktiver würden und auch mehr Leute weniger Probleme hätten, mit dem Bus oder mit Taxen oder mit anderen Verkehrsmitteln in die Innenstadt zu kommen, wenn es normaler wäre. Ja, Münster ist eine Fahrradstadt, und ich beziehe es immer wirklich mehr aufs Fahrradfahren. Und ich meine, das ist für die Umwelt auch besser, weil wirklich dann bei Stadtverkehr immer Stopp und Go, und mit dem Fahrrad kommt jeder besser und schneller dann voran. Es geht gar nicht anders, weil der Verkehr so dicht geworden ist, dass wir gar nicht um dieses ganze Thema drumherum kommen. Und vom Umwelttechnischen ganz abgesehen. Natürlich sinkt die Schadstoffbelastung, die Lärmbelastung sinkt. Ich muss keine Angst mehr haben, wenn ich mich auf der Straße fortbewege, weder als Fußgänger noch als Radfahrer. Ein Miteinander, eine Entschleunigung, es gibt einen Haufen Vorteile. Münster versucht durch Aktionen wie den Parking Day ein Bewusstsein zu schaffen, wie eine autofreie Innenstadt aussehen könnte, und will für ihre Bürger Anreize schaffen, das Auto öfter auch mal stehen zu lassen. Trotz vieler Vorteile einer autoarmen Innenstadt muss bei einer so großen Mobilitätswende auch die Seite der Autofahrer Gehör finden, um mögliche Konfliktpunkte angehen zu können und Kompromisse und Lösungen zu finden. Ja, wenn man sich so in die AutofahrerInnen reinversetzt, ist natürlich nervig. Und wo sollen die ganzen Autos hin? Es hat natürlich wahrscheinlich auch Kosten für zum Beispiel andere Infrastruktur, so wie Straßenbahnen und so, zur Folge.
Ja gut, nicht jeder kann natürlich immer mit dem Fahrrad von A nach B kommen. Ich denke mal, gerade die Leute, die sind natürlich dann schon irgendwie darauf angewiesen, wie komme ich sonst in die Stadt. Befürworter eines sogenannten Mobilitätsmixes ist in Münster die CDU. Hagen Blöcher, Mitglied des Kreisverstandes in Münster und der Jungen Union im Wahlbezirk Herz-Jesu, spricht sich für Angebote statt Verbote im Verkehr aus. Wir wollen eine Mobilitätspolitik, die niemanden ausgrenzt. Andere Leute, wie zum Beispiel behinderte Menschen oder Personen, die älter sind, können nicht mit dem Fahrrad fahren oder mit anderen Mobilitätsträgern und sind aufs Auto angewiesen. Darüber hinaus besteht Münster nicht nur aus der Innenstadt, sondern auch aus Außenbereichen, die immer wieder mit dem Auto auch mal in die Stadt fahren müssen, weil sie nicht anders können. Wichtig ist bei allen Mobilitätsmaßnahmen, die wir hier durchführen, dass wir vor allem die Kaufmänner in Münsters Innenstadt mitnehmen. Es darf uns nicht passieren, dass wir durch Mobilitätsmaßnahmen Anreize dafür bieten, nicht mehr nach Münster zu kommen, um zu einkaufen, vor allem aus dem Umland. Selbstverständlich wird sich der Einzelhandel oder andere, die werden Schwierigkeiten haben mit der Umsetzung. Deshalb wäre ich auch eher für eine stufenweise Umsetzung und nicht für eine radikale Umsetzung, sondern stufenweise. Aber es müsste ein Plan her. Wir müssen im Kleinen anfangen. Das geht nicht. Wir können nicht ab morgen die Innenstadt autofrei machen, das ist klar. Aber so eine Geschichte wie jetzt mit dem Parking Day auf der Wolbecker Straße, um eine Sensibilität für andere Fortbewegungsarten zu entwickeln, finde ich, wäre schon mal ein guter Schritt. Das könnten wir öfter machen. Fest steht, ein Wandel kann immer nur mit politischem Willen erfolgen. Die Kommunalwahl hat zutage gefördert, dass sich die Stadt bei der Thematik rund um eine autoarme Innenstadt nicht einig ist. Dadurch bleibt es in Münster spannend, weil alle Optionen offen bleiben. Vielleicht werden gerade die kleineren Parteien der entscheidende Faktor sein, wenn in den nächsten Jahren die Weichen für die lokale Verkehrspolitik gestellt werden.